Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Farmers Life. Joa, wir haben die Runde zu Ende gefahren und gewickelt und gepresst und ja, wie wir sehen, wir haben hier, warte mal, ich kletter mal eben mal oben drauf, werde ich mehr sehen. Ja, wir haben hier noch so ein paar Waden an Gras liegen und wenn das so weitergeht, haben wir ordentlich Ballen. Also ich hoffe, ihr habt schon fleißig in den Kommentaren reingeschrieben. Ich werde es jetzt gerade noch nicht sehen aktuell in der Aufnahme, weil wir machen ja mehr als eine Folge am Aufnehmen, am Stück. Ich werde das erst so ein paar Folgen später sehen, wenn es dann rausgekommen ist. Dann so eine Woche später werde ich das dann erst leider sehen. Deswegen, aber egal, ich werde darauf reagieren und dann werden wir es sehen, ne? So, dann wollen wir mal weiterfahren hier mit 5 km/h bis 7 km/h. Das dauert so ein bisschen länger. Deswegen, irgendwann werde ich auf Ladewagen umsteigen und Fahrsilo Silage machen für die Kühe. Aber wie gesagt, habe ich ja das Mal schon gesagt, das dauert halt länger als diese Ballen. Die Ballen sind schneller gegoren. Und da ich dann Tiere haben möchte und ich gesagt habe, ich möchte Tiere nur dann haben, wenn ich das Futter auch liefern kann, sind wir jetzt dazu gezwungen, diese Ballen zu machen. Ja. Und außerdem ist es auch schön gemütlich, mit aktuellen 9 sogar zu fahren. Oder zwischendurch mal 5 km/h zu fahren. Dann sieht man so viel von der Gegend. Finde ich gut. Ein bisschen so auf Anzeigen gucken mit hier. 6,2 Liter verbrauche ich gerade aktuell. Also, solange das stimmt, weiß ich nicht. Die Anzeige, die steht, glaube ich, Standard fest, ne? So, wenn wir mal gucken. Wir unten sehen, das Schwad, wann es fertig ist. Ah, da ist es fertig. Oh. Wollte wieder ausheben. Pickup. Und nichts anderes, ne? Genau auf Ecke im Ballen gemacht. Deswegen hat er so ein bisschen gerumpelt, glaube ich. Wenn der Schwad dünner ist, so wie jetzt hier dieses, fährt er sogar 11, also liegt doch an der Schwaddicke. Jawohl, alles mitgekriegt. Wieder hier vorne einen Ballen abgelegt. Direkt an der Ecke. Okay, vergessen runterzumachen. Da hinten hat er genau an der Ecke gemacht und hier vorne auch direkt an der Ecke. Okay. Ich war an der Ecke jetzt zwei, weil ich halt wieder zurückgefahren bin. Aber gut, dafür kommt jetzt eine längere Zeit dann mal keiner, ne? Achso, das ist die Literzahl mit der Tankanzeige da in der Mitte. Sind jetzt 61 Liter. Ich weiß nicht, wie voll der Tank ist noch. Okay. Wäre auch gut, wenn das funktioniert. Geht das dann wirklich runter? Ich achte mal drauf. Jetzt steht da 61. Mal gucken, ob da gleich 60 steht. Bin mal gespannt. Die Geschwindigkeit bewegt sich ja auch da. 9, 10, 9, 10. Ja, also die funktioniert ja auch. Vielleicht ist dann die Tankanzeige auch funktionstüchtig. Ja, auch ganz gut. Dann wüsste man genau, wie viel Liter man noch hat. Man hat nicht nur immer rechts den Balken. Da weiß man ja gar nicht, wie viel hat man denn noch drin. Ja, aber wir haben wohl ein paar Ballen zu pressen hier noch. Mal so weiter gucken. Dauert aber noch Ewigkeiten. Nee, bis jetzt ist immer noch 61.
Ja, wir hatten mal einfach ein paar Tage oder ein paar Monate später hier, ob das tiefer runtergeht. Oder ein paar Minuten oder keine Ahnung wann. Irgendwann werde ich sehen, ob es runtergeht oder nicht. Es kommt doch wirklich so Ballen an Ballen fast raus, ne? Wenn man das so sieht hier. Hat er ja nur so 10, 15 Meter. Ja, 15 oder 20 sogar. Ja, 20 Meter. Und alle 20 Meter kommen Ballen raus hier. Ne? Und ordentlich. Diese S-Kurve, die ich da gemacht habe, glaube, die haben wir auch ganz gut mit wegbekommen. So, jetzt macht er wieder die Vorkammer voll ein bisschen. Ich denke, die geht noch schon wieder ratzfatz voll. Ja, wenn er dann bei 800 ist, dann geht er rüber in die große Kammer, darüber gepackt. Weiter gepresst und wenn er jetzt fertig ist, dann geht die Vorkammer wieder auf und wird da voll gemacht. So, hier fahren wir einmal im Kreis, damit wir hier den letzten Fitzel auch mit wegbekommen, ne? Hier, wir fahren dann doch noch mal zurück. Um dann auch alles mitzubekommen, ne? Wir wollen ja nichts verkommen lassen, wenn es geht. Und nur wenn es geht. Also das wird auf jeden Fall noch spaßig werden, diese ganzen Ballen hier reinzufahren oder anzufahren. Oh, oh. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Will mir den Teleskoplader laden. Ne? Oder, ne, haben wir schon Ballenwagen? Was haben wir? Ah, ich muss mal gucken. Irgendwas haben wir. Jo, ich glaube, die Runde haben wir gleich fertig, ne? Ach du Scheiße, das dauert ja noch Ewigkeiten hier. Aber wir werden hier gleich erstmal zügig neben dem anderen herfahren. Da macht keinen Sinn, jetzt da das Schwad in der Mitte anzufangen. Jetzt ziehen wir einfach hier mal einfach mal durch. Wir heben mal hoch die Pickup. Dann heizen wir mal bis oben hoch und dann fahren wir hier wieder ganz normal runter. So. So, Pickup wieder runter und dann Handgas hoch und dann sollte das auch wieder klappen hier, ne? Wieder gut vonstatten gehen. Ja, so. Ach ja, ist schon lang genug. Ich glaube, ich muss auch noch mal aussteigen hier, Mann. Ja, das sieht schon lustig aus. Den ganzen pinken Ballen hier rum liegen. Also sind ja hunderte Ballen nachher. Also, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare ruhig rein. Ich bin wirklich gespannt, wenn ich hiermit durch bin und die eingeladen habe, oder aufgeladen habe und weggebracht habe nach Hause, bin ich sehr gespannt, wie viele Ballen dabei rumgekommen sind.
Und die werden wir auch erstmal hinten, bei uns ist ja diese kleine Wiese, da werden wir die uns alle reinpacken. Da werden wir so uns sammeln erstmal. Schön auf dem Haufen hochstapeln, so hoch es geht wie eine Pyramide. Man hat ja im September auch nichts anderes zu tun, da ist nochmal krass zu mähen, ne? Oder sind das 61% noch voll, dass es nach Prozent geht, dass es gar nicht nach Liter geht, sondern Prozent. Weil unter dieser 61, das sieht aus, als wenn da so ein Prozentzeichen sitzt, ne? Ach ja, so ist das. Wer Tiere hat, muss auch schön viel Ballen pressen. Das merke ich mir. Ich glaube, im Ladewagen hätten wir mehr Abwechslung, weil wir dann natürlich quasi mehr über die Straße eiern könnten, ne? Aber wir lassen extra eine frei, damit wir so schön schnell wendig zügig hier wenden können. Sonst haben wir immer so viele Probleme danach damit. Machen wir jetzt jede zweite und dann fahren wir wieder zurück und haben sozusagen dann auch wieder jede zweite Bahn, ne? Ja, heute wird es auch eine Folge, da wird es nur um Ballenpressen gehen. Also wer das jetzt nicht mehr mitkriegen möchte, der kann auch jetzt schon abschalten. Da wäre ich nicht böse drum. Aber vielleicht kommt ja noch ein Anruf oder kommt noch jemand wieder vorbei oder weiß was ich. Also es ist jederzeit spannend. Man weiß halt im RP nie, was passiert. Ja, es kann immer mal was passieren. Es kann halt mal sein, da kommt wieder einer vorbei oder weiß was ich. Telefonat oder weiß was ich. Ne? Oder ich muss jemanden anrufen dringend, weil mir was kaputt geht oder sowas, ne? Ja, deswegen, also ist immer, immer irgendwo was los. Mal hat man auch kurze Pausen, so wie jetzt eben diese Folge. Die ist halt mal einfach, in Anführungszeichen, ein bisschen langweiliger, weil halt nichts gesprochen wird und ich mir irgendwas aus dem Finger ziehen muss, ja, damit es euch nicht so ganz so langweilig wird, was ich so passiert. Weil es ist halt schon langweilig hier mit der Presse, muss ich dabei sagen. Aber ich mache es gerne, dieses Graspressen, und ja, ihr müsst das leider mitgucken, wenn ihr das wollt. Ja, ist denn so. Aber ich kann euch sagen, nächstes Mal fahren wir auf jeden Fall mit dem Ladewagen. Ne, wir machen jetzt diese Bahn, machen wir jetzt auch zu Ende in dieser Folge. Und dann machen wir auch gleich, wenn wir hinten sind, dann Folgenschluss, ne? Ja, wie gesagt, nochmal zu den Erinnerungen. Schreibt es auch gerne mal wirklich in die Kommentare rein. Ich zähle dann mal die Kommentare zusammen und ich zähle dann nachher auch die Ballen. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rumgekommen ist bei diesem Feld. Wie viel Volumen dabei rumgekommen ist. Einmal das Volumen werde ich berechnen und ich werde berechnen, oder zählen, zusammenzählen besser gesagt, wie viele Ballen es geworden sind. Weil das Volumen ist ja genauso wichtig, ne? Für den Ertrag sozusagen. So, jetzt gucke ich den letzten Rest wieder von außen nehmen. Und dann haben wir das Schwarz geschafft ab jetzt und
Dementsprechend haben wir es auch geschafft für diese Folge. Den Ballen lassen wir eben noch wickeln und rausfallen. Und dann war es das für diese Folge auch. Lasst ein Like und Abo da. Lasst einen Kommentar da. Ganz wichtig, wegen den Ballen. Geht bei den anderen beiden vorbei, beim Zockerborussen und beim Chaos Farming. Die nehmen die anderen Sichten aus. Vom Morgenstern einmal und einmal von hinten. Von den beiden Charakteren nehmen die beiden auf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Capo. Und ciao.